Wir sind immer noch auf der CeBIT, kaum zu glauben, aber bei einem ganz bestimmten Stand. Das hier ist die 3D-Scan-Kabine von BotSpot. Die ist bestückt mit 70 DSLR-Kameras. Die sind überall da in den kleinen Löchern. Und was die hier machen, ist, die machen 3D-Modelle von dem Gegenstand oder der Person, die hier auf dieser Platte steht. Und genau das werden wir jetzt machen und uns nachher mal angucken, wie ein Christian Blum in 3D aussieht. So, nachdem ich jetzt 2 Stunden was anderes gemacht habe auf der CeBIT, gibt es mich zweimal, nämlich einmal so, wie ich vor der Kamera stehe und einmal, wie ich auf diesem Bildschirm zu sehen bin. Das ist ein 3D-Modell von mir und Thies erklärt mir jetzt, was ich damit alles machen kann, wenn ich mich dann zur Verfügung gestellt habe, um eben so ein Modell anfertigen zu lassen. Ja, also erstmal ist eine Anwendung der 3D-Druck. Das heißt, wir haben eine andere Person hier, die hat sich ebenfalls scannen lassen und wir können halt diese Person jetzt in 3D drucken, in Farbe und mit einer sehr hohen Detailgenauigkeit. Das ist eine der Hauptanwendungsgebiete. Man kann aber auch die Datei benutzen, um viele verschiedene Weiterverarbeitungsschritte damit durchzugehen. Also zum Beispiel gibt es viele medizinische Anwendungen, wo zum Beispiel bis zur Hautkrebsvorsorge dann die Daten benutzt werden können, um für die Ärzte Rückschlüsse auf Melanome oder sonstiges zu geben. Man kann in der Games- und Filmindustrie diese Daten benutzen, um sehr, sehr schnell mit sehr wenig Mitteln sehr akkurate, qualitativ hochwertige Charakter zu erstellen. Das heißt, da wo früher ein Artist wochenlang dran gearbeitet hat, das haben wir jetzt im Grunde mit einem Klick von einer Person, die nicht sehr gut geschult sein muss. Und das Ganze ist dementsprechend für die Industrie sehr interessant. Also es ist auch in anderen Industriezweigen sehr interessant. Die Automobilindustrie ist zum Beispiel in puncto Ergonomie sehr interessiert an dem Gerät, da es halt wirklich viele Daten liefert, die Rückschlüsse auf ergonomische Verhältnisse geben, was man in jegliche Produktion einfließen kann, aber auch wirklich bis hin zu produktionsbegleitenden Prozessen für zum Beispiel Quality Assurance Verfahren, wo eben die Schnelligkeit von dem Scanner dann zum Tragen kommt und wir Riesenvorteile im Gegensatz zu Lasersystemen haben oder zu anderen optischen Verfahren. Wenn jetzt einer der Zuschauer sagt, ich hätte auch gern so ein 3D-Modell, kann der direkt zu euch kommen und das machen oder wie kommt man da dran, wenn man nicht zufällig auf der CeBIT ist? Also wir haben natürlich viele Partner, das heißt unsere Kunden sind sozusagen die, die dann den Service anbieten. Wir produzieren das Gerät, vertreiben das an Leute, die sich damit selbstständig machen und da können die Kunden gerne zu uns kommen und wir leiten sie dann weiter an die Kunden von uns. Wunderbar. Also, wer auch so ein 3D-Modell von sich haben will, der kann entweder BotSpot fragen oder mich, denn ich verschicke die Dateien auch gerne, falls ihr mich ausdrucken wollt. Ab sofort ist das möglich.